Hier ist es passiert. Da klebt doch überall Blut. Darf ich fragen, was Sie hier machen? Warum sind Sie hergekommen? Ja, das ist Inspektor Collier. Der wundert sich jetzt natürlich, dass wir hier einfach so am Tatort auftauchen. Wir sollten ihm also auf alle Fälle eine positive Antwort geben, sonst buchtet er uns sofort ein. Ich habe gehört, was passiert ist und wollte mir selbst ein Bild machen. Mir gefällt das alles überhaupt nicht. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder? Nein, alles in Ordnung. Solange Sie meine Ermittlungen nicht stören. Seltsam, dass wir uns wieder an einem Platz begegnen, an dem es ein Unglück gegeben hat. Finden Sie nicht auf? Nein, finde ich nicht. Ich versuche zu verstehen, was sich hier abgespielt hat. Genau wie Sie. Das ist Polizeiarbeit, Mr. Gordon. In letzter Zeit ist alles immer komplizierter geworden und ich brauche nicht noch mehr Verwirrung. Nichts gegen Sie. Schon gut. Ich habe verstanden. Können Sie mir wenigstens sagen, was passiert ist? Naja, wenn Sie schon hierher gekommen sind, kann ich Ihnen auch erzählen, was ich weiß. Aber sagen Sie mir vorher, was Sie schon wissen, damit ich meine Zeit nicht verschwende. Ich weiß nur, dass man den Körper eines Jungen hier fand. Und es sieht so aus, als ob er von Wölfen getötet wurde. Dann wissen Sie ungefähr so viel wie ich. Sehr viel mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wahrscheinlich hat sich der Junge heute Nacht zu weit vom Dorf weggetraut. Sehr unvorsichtig. Als er von den Wölfen angefallen wurde, versuchte er zu fliehen. Leider haben diese wilden Bestien den armen Jungen erwischt. Den Rest kennen Sie ja schon. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass Blutspuren nur auf dem großen Stein in der Mitte des Steinrings zu finden sind? Ich würde sagen, der Junge hat versucht, an einen höheren Platz zu kommen, was ihm aber nichts genützt hat. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Gordon, ich möchte, dass Sie mit niemandem darüber sprechen, haben Sie verstanden? Die Leute wissen schon viel zu viel. Ich möchte nicht, dass noch mehr Schauergeschichten verbreitet werden. Ich behalte es für mich. Gut. Ich muss jetzt über ein paar Dinge nachdenken. Natürlich. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich hier ein wenig umsehe? Was haben Sie für ein Interesse an all dem? Sie wissen doch nicht etwa Dinge, die ich nicht weiß, oder? Tja. Ach, ich weiß immer nicht. Man müsste wissen, was er dann für Antworten gibt. Sollten wir ihm eine positive oder eine negative Antwort geben? Ach komm, geben wir mal eine negative, sonst sind wir ja immer freundlich, sind wir jetzt einmal halt unfreundlich. Natürlich nicht. Sie würden es mir doch sagen, wenn das der Fall wäre. Aber sicher. Also gut, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich habe keinen Grund, Sie wegzuschicken. Haben Sie etwas Neues über Henrys Tod rausgefunden? Ja, eine neue Tatsache ist ans Licht gekommen, durch die mir einiges klarer ist. Ich war gerade im Begriff, den Fall zu schließen. Aber dann sprach ich mit dem Pathologen. Dr. Herman. Offenbar ist Mr. Stanton nicht ertrunken. Und der Alkohol hat ihn auch nicht umgebracht. Wie ist er dann gestorben? Herman ist es noch nicht gelungen, die genaue Ursache festzustellen. Er ist nicht zu einer abschließenden Beurteilung gekommen. Also habe ich ihm mehr Zeit gelassen. Fest steht jedoch, dass Stantons Lungen nicht voll Wasser waren, wie beim Ertrinken üblich. Sie wissen, was es bedeuten würde, wenn das bestätigt wird? Nicht ganz, Inspektor. Es würde bedeuten, dass er woanders starb und seine Leiche anschließend in den Brunnen geworfen wurde. Also wieder ein Mord? Zweifellos, wenn Hermans Theorie sich bestätigen lässt. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen ohnehin schon mehr als notwendig. Eine Frage möchte ich Ihnen aber doch stellen. Rein routinemäßig, Gordon. Ja, nur zu. Ich habe nur eine Frage. Wo waren Sie gestern um diese Zeit? Tja, dafür haben wir, oder darauf haben wir eine gute Antwort, denn da waren wir in Wales. Tja, wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ich habe meine Verwandten besucht, auf einem abgelegenen Schloss in Wales. Und was war der Zweck dieses Besuchs? Naja, kein besonderer Grund, ein Familienbesuch. Warum interessiert Sie das? Reine Routine, Gordon. Das wäre alles, vorläufig. In Ordnung. Ja, Henry doch nicht selbst in den Brunnen geplumpst. Der arme Vic hier auf dem Stein vom Wölfen zerfetzt. Mann, 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 das nimmt ja hier richtige Ausmaße an. Und hier hinten haben wir wieder so ein seltsames Zeichen. Das gucken wir uns doch jetzt direkt an. Ja, definitiv das Zeichen, was wir auch schon, ja, am Tatort bei William und bei Henry gesehen haben. Davon sollte ich eine Zeichnung machen. Gut, wie mache ich bitte jetzt eine Zeichnung?
Ich habe eine Karte des Landguts. Ich habe keinen Stift. Ich habe zwei heilige Schlüssel. Ja. Okay, das heißt, ich muss mir demnächst mal Stift und Papier besorgen. Ja. Der Altar ist noch blutbefleckt. Das sieht richtig grausam aus. Oh, eine Pflanze. Davon gibt es viele im Wald. Ein Farn. Okay, da scheint noch irgendwas drin zu sein. Ein Farn. Aha, unter dem Farn liegt ein Stofffetzen. Der Inspektor hat ihn wahrscheinlich nicht bemerkt. Ich kann das jetzt nicht aufheben. Collier würde sehen, dass ich etwas gefunden habe. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ja, das passt doch gut, weil ich brauche ja noch Block und Bleistift. Vielleicht kann ich ihn kurz mal zu seinem Wagen schicken, aber erstmal untersuche ich hier mal diesen Stein. Vielleicht war dieser Stein der Täter. Vielen Steine um den Altar. Wer weiß, vielleicht waren sie früher in einem Kreis um den Altar angeordnet. Ich muss jetzt hier aber nicht Steine verrücken, oder? Gut, ansonsten, hier ist noch der große Baum. Seltsam. Die Pflanze, die sich hochrankt, sieht verbrannt aus. Git. Ein Windspiel? Was macht... Oh, oh, Hilfe, ein Blitz. Ja, was macht dieses Windspiel eigentlich hier mitten im Wald? Ein Windspiel aus Metallstangen und Eisenteilen. Gut, dann fragen wir doch mal Collier, ob er mir nicht irgendwie helfen kann. Inspektor. Ja? Ich habe mich hier umgesehen und mir ist etwas aufgefallen. Das könnte Sie interessieren. Ja, ich höre. Auf dem großen Stein da drüben, auf der linken Seite, ist eine Art Symbol. Ja, ich habe es gesehen. Möglicherweise ist es schon seit Jahren hier, vielleicht sogar noch länger. Hm, das glaube ich nicht. Hm, warum sagen Sie das? Naja, die Farbe ist ganz frisch. Außerdem, ich habe ein solches Symbol schon mal gesehen. Tatsächlich? Wo? Nicht genau wie dieses, aber sehr ähnlich. Ich habe sogar zwei verschiedene Symbole gesehen. Das erste auf dem alten Turm unseres Schlosses. Und ein zweites an dem Brunnen, wo Morris Henry gefunden hat. Hm, das ist in der Tat seltsam. Aber bleiben Sie ruhig, Gordon. Aus Erfahrung weiß ich, dass auch die seltsamsten Dinge oft keine Bedeutung haben. Für mich sind das nur alte Zeichen. Wer weiß, vielleicht wurden sie früher genutzt, um etwas zu markieren, was längst vergessen ist. Über das Gut verteilt könnte es Dutzende davon geben. Vielleicht. Ich bezweifle, dass Sie etwas mit dem Fall zu tun haben. Davon bin ich nicht so überzeugt. Das wäre alles, vorläufig. In Ordnung. Ja, gut. Damit schleicht er jetzt immer noch hier rum und wir konnten ihn nicht ablenken. Irgendwie muss ich hier hinten dieses Zeichen abmalen. Aber, ja, ich kann jetzt ja wohl schlecht nach Willow Creek gehen und mir dort Papier und Stift kaufen. Vielleicht habe ich ja doch irgendwas, was ich hiermit benutzen kann. Keine Ahnung, vielleicht die Karte? Nee. Das Foto wohl nicht. Hm. Das Tagebuch vielleicht? Ah, sehr gut. Ja, das war ja mal einfach. Gut. Da hätten wir auf jeden Fall schon eine Lösung. Ja, und dann... Was habe ich eigentlich noch so alles in meinem Inventar hier? Ich habe doch die Säure dabei. Hm, damit könnte ich jetzt Collier verätzen. Dann ist er aus dem Weg. Was habe ich hier noch? Blut. Okay, ich habe noch Blut dabei. Hm. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Ja, noch so ein seltsamer Schmuckkasten hier. Ah, stimmt. Ich musste das Blut hier mit irgendwas verwenden. Ich weiß nur nicht mehr mit was. Mit dem Stein da hinten vielleicht? Ah, sehr schön. Das müsste den Inspektor für eine Weile beschäftigen.
genau. Ja, sieht ja auch täuschend echt aus hier. Das neue Blut. Oh mein Gott, Professor, ich habe eine neue Spur. Inspektor. Ja? Ich habe etwas gefunden, was Sie interessieren könnte. Auf dem Stein hinter Ihnen gibt es einen Fleck. Ich glaube, es könnte Blut sein. Hm. Wo genau ist es? Direkt hinter Ihnen, etwas nach rechts. Oh, danke für den Hinweis. Ich habe es nicht bemerkt. Gern geschehen. Ja, das ist ja auch ganz, das ganz leicht zu übersehen. Ich muss das Taschentuch aufheben, während er abgelenkt ist. Dieser Riesenfleck Blut da auf dem Boden, ja, das kann man als Profi-Polizist schon mal übersehen. Ein Farn. Es ist mit dem Gordon-Symbol bestickt. Wie ist dieses Taschentuch bloß dahin gekommen? Alles sehr, sehr merkwürdig hier. Gut. So viel Blut. Hier starb also der kleine Vic. Der arme Vic. Oh Mann. Vielleicht sollte ich nun Dr. Herman einen Besuch abstatten, weil ich glaube... Ich will seine Gedanken nicht stören. Genau, weil von Collier werden wir jetzt hier nichts mehr erfahren. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr zu tun. Gut, ja, dann schauen wir erstmal nochmal schnell bei Herman vorbei. Weil der wird ja den kleinen Vic obduzieren. Vielleicht weiß er ja dann irgendwas. Ich sollte klingeln. Genau, klingeln ist immer gut. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle.